So Leute, was geht? Ich heiße euch willkommen zurück zum neuen Video. Jetzt starten wir die 1v1 Series. Und zwar haben wir heute auch den ersten Spieler am Start, nämlich das ist der F7 Hyux. So, Hyux, du kannst jetzt gerne was zu deiner Person sagen. Erstmal freue ich mich, dass du dich beworben hast. Und ich muss auch noch zu allen Leuten sagen, die jetzt das Video schauen. Hyux hat sogar schon 10 Euro in den Topf reingesteckt. Das heißt, er hat auf seinen Nacken einfach gesagt, er haut 10 Euro noch mit rein. Deswegen an dieser Stelle, deswegen machen wir auch dieses Video, beziehungsweise diese Videos. Das funktioniert nur, wenn ihr alle, die das Video schauen, auch auf die Leute eingeht, beziehungsweise zu den Leuten hingeht, sie abonniert, followt, was auch immer. Deswegen sind unten in der Beschreibung des Videos Hyux sein Twitter und sein Twitch. Ich will Twitter und Twitch bei dir mit reinpacken. Okay. Deswegen da gerne ein Follow lassen oder ein Abo oder was auch immer. Ja, Hyux, du kannst jetzt gerne was zu deiner Person sagen. Ja, hello again, ich bin der Hyux. Ich bin jetzt der erste Kontrahent gegen den Feind. Da würde ich auch mal direkt die erste Niederlage einhandeln. Und oha! Ich bin hyped. Ich weiß, dass du ein richtig guter Spieler bist, weil das letzte Mal hatte ich das in Erinnerung, wo wir gegeneinander gespielt haben, war auf Frequency. Und da hast du mir richtig auf den Sack gegeben, Alter. Da hast du mich richtig weggeballert. Also, Hyux ist ein richtig nicer Spieler. Er hat auch im Emblem drin, Feind kann nichts. So, dann starten wir mal. Ich bin nervous, ey. Ich bin richtig nervous. Ich darf eigentlich nicht verkacken, weil das wäre der Start zu der Series. Und wenn ich jetzt verkacke, scheiße, dann wäre vorbei. So, nehmen wir den gute alte Zero. Ich bin gerade echt aufgeregt. Scheiße, Schwitzermodus wird angestellt. Oh shit. Ich glaube so, wenn du 10 Punkte hast, dann fange ich an zu spielen. Okay. Dann lege ich die zweite Hand auch mal an den Controller. Oha, Digga. Okay, ich weiß Bescheid. Oh, scheiße, was ist los? Ich weiß Bescheid. Jungs, ganz ruhig. Das kann nicht wahr sein. Ich glaube an dich. Ich glaube fest an dich, mein Freund. Warum? Du machst den ersten Kill. Komm, Jungs. Ich hab gar keine Ahnung. Du schaffst das, Bruder, komm. Oh, nicht nochmal so ein Baumspiel gehen. Komm, wie lange? Wir haben jetzt bestimmt eine Stunde online gespielt. Das ging also, würde ich sagen, oder? Boah, wir haben beide Hitmarke ausgeteilt. No! Er holt mich weg, da. Da hat er einen richtig schönen Shot um die Ecke, hat er mich weggesäbelt, Alter. Das ist so schwierig, wenn du. Sobald du halt Midmap-Kontrolle sozusagen hast, ist durch, ist vorbei. Nimm mal Hyux seine Paladin auf, vielleicht bringt die mir Glück. Sie gibt mir einen Hitmarker! Würdest du schon sagen, dass so die Paladin. Oh, er gibt mir den Hitmarker des Lebens! Würdest du sagen, so Paladin ist schon sein Main-Sniper oder sagst du so, dass so andere Waffen, wo du sagst, okay, mit denen kann ich besser, zum Beispiel Koschka, Outlaw? Nee, Paladin ist, glaub, wo ich am besten mitnehmen kann. Ich habe zwar mittlerweile meine besten Clips mit Locus, aber Paladin. Was hast du mit Locus gehittet? Also Multis vor allem und mein bester Clip war, glaube ich, ein 4x2 into 5 an. Nicht schlecht, Alter. Ja, Locus komme ich noch nicht so ganz klar, aber ich muss auch sagen, ich habe die Locus noch nicht viel gespielt. Bei mir hat es auch eine Weile gedauert, bis ich mit der klar kam. Rassi hat einen kranken Shot mit der Waffe. Oh ja. Jetzt hat er mich. Knapp. Ich bin da echt auf den Sack. Ach Quatsch, Digga. Zieh durch, komm. Oh Mann. I believe in you. Ah, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Ah. Der hat halt normalerweise immer schon so bei 4-5 Bullets nach, weil ich mir so denke, jetzt kannst du eh keinen 5-1 mehr kriegen, du musst jetzt nachmachen. Oh, der war saftig, Alter, der war richtig saftig. Oh, ich die Mitte nicht mehr verstanden. Ein schöner Hitmarker. Jetzt hat er hat mich. No! Nein! Ich muss nachladen! Nein! Wo bist du? Ah! Oh mein Gott, ist das intens gerade. Ah ja, kann man da durchschießen? Imagine. Ah ja, den hast du definitiv besser. Da habe ich gerade richtig verkackt. Du Hund! Ah, nicht schlecht, Digga. Nicht schlecht. Nein. Oh. Ich bin echt nervös bei dir, weil du triffst halt so Shots, Digga, da rechne ich so gar nicht mit. Ey, das gibt's nicht. What? Ich war sowas von auf deinem Fuß. Ja, an der Stelle struggle ich richtig auf der Map. Ich kann das gar nicht. Auf der Stelle, da mit dem Bus, nee, das ist. Hey, gib mir Hitmarke. Ja, rein. Bitte. Ah, den habe ich gerade mies verengt. So, und sag ich doch, du holst mich noch easygoing ein, Alter. Oh, kann nicht. Das eine trifft. Jetzt trifft er einen nach dem anderen. Bro. Oh Mann, ich hasse das. Ja. Ich hasse diesen Spot auch. Schlimmste. Nein, never. Knapp, da wolltest du gerade noch weglurken, Digga. Und dann habe ich dich doch noch. Oh, drauf sein müssen. Ah. No.
What? Wir haben uns beide gehitmarkt. Wir haben uns beide gehitmarkt im selben Moment. Krank. Krankes Duell hier gerade, Alter. No. 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 Jesus, fuck, Digga. Ich spiele so zwei, drei Mal und dann muss ich, dann habe ich irgendwie den Drang nachzuladen. Weil ich immer denke, ja, ich kenne das. Relativ defensiv der Kyux jetzt, Alter. No, das gibt's nicht. So, okay, ich spiele jetzt auch defensiv, komm, vergessen. Ich hasse das! Komm, peek auch mal! Okay, okay, jetzt ist. Okay, okay, okay. Kyux ist in Führung, Digga. Krass. So knapp. Das ist wirklich super intens gerade. Ich habe auch richtig Puls gerade. Holy shit, Alter. Hammer auf Distance Quickscope auch nicht schlecht. Oh, verdammt. Oh, so knapp. Nein. Oh. 28, 28, Digga. Oh mein Gott. Oh no, du gewinnst. Safe, Digga. Ich hasse das den letzten jetzt auch, Digga. Nein, nein. Ich hätte niemals gedacht, dass es auf 29, 29 rausgeht. Krass, oder? Scheiße, jetzt bin ich wirklich entspannt. Ja, das Ding ist, keiner wird von uns jetzt wirklich pieken. Oh mein Gott. Da habe ich den Tod gerade. Man hat so Schiss zu pieken gerade, ne? Das ist krank. Ja! Oh mein Gott, Digga. Holy shit. Unglaublich. Unglaublich intens, Digga. Du gibst mir auch noch den Hitmarker im absolut letzten Moment. Wow, Digga. Jesus fuck, Digga. Kyux, GG. GG. Leute, alle an der Stelle, das war, glaube ich, mit einer der most intensen One vs. One, die ich jemals hatte. Deswegen an dieser Stelle, Kyux ist ein mega fetter Sniper. Drückt ihm Follow auf Twitch, drückt ihm Follow auf Twitter. Mega heftiges One vs. One. Und das würde ich sagen, sind das 10 Euro in meiner Kasse, würde ich sagen. Für die Faint Army, Jungs. Und ja, Kyux, deine abschließenden Worte zu diesen super intensiven Bewegungen. GG war auf jeden Fall ziemlich spannend, aber verdient gewonnen. Ich gönne dann den nächsten Leuten das Geld und mach's besser als ich. Digga, mies durchgezogen. Von daher, wir sliden jetzt zum nächsten 1v1. Die nächste Kandidatin müsste jetzt kommen. Und let's go, Jungs. Der nächste Gegner, wie ihr jetzt auf dem Bildschirm seht, ist Dakis. Dakis, sag mal hallo. Hi. wird der nächste Gegner sein. Sie kann sich jetzt 15 Euro rein theoretisch gesehen holen. Dakis, bester Clip in dem Game ist ein Split Quad Feed. Muss man aber auch dazu sagen, dass sie noch nicht lange sniped, seit ungefähr 3 Monaten jetzt. Ist auch ungefähr Prestige Master Level 100. Und sie streamt hauptsächlich auf Twitch, aber selber so für YouTube machst du gar nicht, ne? Nein. Noch nicht. Okay, schade. Muss. Spitz ohne Großkaliber. Ja, natürlich. Im 1v1 macht man immer das Leben runter. Ah, nein. Macht man nicht. Natürlich. Was denkst du denn? Außerdem spielen wir nur Paladin, oder? Ja, wir spielen nur Paladin. Okay. Aber das Ding ist halt, dass man... Ah, dann kann man überall durchschießen. Ich hasse das so. Na gut, wir machen's, weil du es bist. Also ich mach für dich, machen wir auch die Karte auf Konstant. Hä? Nein, Igitt. Willst du nicht? Kennen, was da passt du denn? Du warst schon so 300 IQ, aber ich weiß nicht, dazu fehlen dir ein paar IQ. Okay, wie du möchtest. Ach, du musst es sagen letztendlich. Scan. Okay. So, auf gut Glück. Ich hab irgendwie kein gutes Gefühl bei der ganzen Geschichte. Das mit dem Scannen, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Schöner Shot. Danke. Das triggert so mit dem Scannen, ne? Wenn du es nicht so magst, können wir auch gerne ohne machen. Ich hab glaube ich noch nie auf Scannen gespielt. Ich hab immer auf Konstant gespielt, weil ich das armselig finde. Aber alles gut, alles gut, alles gut. Ich meine, ich hätte ja nicht zu so einer Challenge ausgerufen, wenn ich mir nicht der Sniper-Künste bemächtigt wäre, ne? Aber ich muss schon sagen, es läuft besser als gegen, also... Für dich besser als Kyux am Anfang. Boah, Mann, ich will anstatt zu sliden, boxe ich die ganze Zeit, weil ich immer noch diese scheiß Scuff-Steuerung nicht gewohnt bin. Ich will Bumper-Jumper zurück, meine Fresse. Wie lange spielst du jetzt mit dem Scuff? 4 Tage. Okay, ist schon eine harte Zeit, ein Scuff für 4 Tage. Ja, weißt du, ich habe damals auch 1-2 Wochen gebraucht. Ich will die ganze Zeit auf L2 dann immer heilen, oder beziehungsweise springen, und ich habe jetzt L2 heilen drin. Und das ist einfach ekelhaft. Anstatt zu springen, heile ich mich dann immer. Ew. Ew. ich glaube 13-13 glaube ich gerade. Ah. Da Kies professionelle No-Scoperin. War der auch genoscoped? Nein. Aber Jumpshots liegen ja auch so halbwegs.
Wow. She's on fire, Alter. Ich kassiere. Ey, willst du mich ficken? Nein, ich möchte sagen, nein, eigentlich nicht. Sorry. Einfach durch zwei Wände. Warst du ganz hinter dem Truck? Ich dachte, du wärst in der Mitte gewesen. Ja, okay. Aber Ehre, dass du nicht Spawn-Traps. Nee, ich finde Spawn-Traps, ich pushe gerne, klar. Ich bin jetzt nicht der absolut defensiv spielt. Aber ich kann dieses, dass du einfach hinrennst und dann irgendwie durch irgendwelche Wände schießt, das ist für mich, hat das nichts mit wirklichem Spielskill sozusagen zu tun. Genau diese Stelle hatte ich mit Cubes auch die ganze Zeit und er hat mich jedes Mal geholt. Ekelhaft. Ich bin bei jedem Kill einfach ekelhaft. No way. Das ist... Also ich muss zugeben, ich habe 101s habe ich gelernt zu spielen auf Firing, nicht auf Nuketown. Ach so. Ja, alles gut. Boah, du bist so ekelhaft. Ich reg mich jetzt gerade echt auf. So langsam werde ich echt sauer. So, was mache ich denn? Was mache ich denn? Alter! Ich sag nichts mehr. Ich provozieren. Ich mach nicht, ich hab nichts gesagt. Willst du mich eigentlich absolut verarschen, Faint? Was? Was hab ich gemacht? Was war das für ein ekliger Jumpshot? Ein Jumpshot halt. Ja, scheiße. Alter, du machst ja einfach gar nichts, du stehst die ganze... Oh. Ach komm, der war gegönnt. Der war schön. Durch die Wand. Einfach durch die scheiß Wand, meine Güte. Nee, dein Kopf war noch draußen. Ah, die Keycam schau ich mir an. Geht doch mit dem Movement, geht doch. Nein, ich denke nicht, das war Scopes. Aber das Movement geht doch voll fit. Oh, der war schön. Merci. Der war richtig schön. Nein! Okay. So, hat Spaß gemacht, der Kies. Lebst du heute? Ja. Dann schaue ich nicht rein. Autsch. Okay, okay. So Leute, das war's mit dem Video für Hashtag Schlag den Fan für diese Woche. Damit sind 10 Euro plus die 10 Euro von Cubes jetzt im Topf, ergo 20 Euro stehen für nächste Woche an. Hat super Spaß gemacht. Auf jeden Fall bei Darkies im Twitch-Kanal vorbeischauen, sowie auf Twitter. Ist alles unten in der Beschreibung verlinkt. Würde ich mich freuen, wenn ihr da auf jeden Fall ein Follow da lasst. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Darkies. Was sind deine abschließenden Worte? What's up? Okay. Von daher, haut da rein. Ihr merkt, bei ihr ist gerade richtig, ne? Aber ist nicht schlimm. Von daher, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis zum. Aber GG, das ist das Wichtigste. Haut rein, Jungs. Bis zum nächsten Video. Peace.